Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, hier ist eure Melanie. Herzlich willkommen und ich habe heute Short Message ausgelegt und zwar für dich selber, ja, oder die Herren, die mir zugucken, ihr müsst es einfach um. Ja, und da schauen wir, was jetzt in den nächsten Tagen auf dich zukommen mag, um was es geht, ja, was so die Thematik bei dir ist. Ihr wisst, es ist ein allgemeines Kollektiv, ne? Ihr könnt damit resonieren oder eben auch nicht. So, dann schauen wir uns mal die ersten Karten hier gleich mal an. Da haben wir hier einmal die Eulen bekommen und die Sonne. Es geht also um positiven Stress, so könnte man das hier auch sagen. Ja, aber irgendeine Aufregung, die momentan in deinem Leben herrscht, wird sich hier zum Positiven wenden. Ja, hier haben wir auch sehr viel positive Kommunikation bei. Oder vielleicht auch etwas, was jetzt hier besprochen wird, was zu einem Erfolg führen soll. Ja, das können jetzt hier partnerschaftliche Gespräche sein, das können hier berufliche Sachen sein. Also irgendwo wirst du aber durch das Kommunizieren irgendwo einen Erfolg haben. So, schauen wir einmal mal die Klärungskarten dazu an. So, da haben wir hier das Kreuz. Es kann hier eine belastende Sache sein aktuell, etwas, was dich stresst auch. Aber wie wir hier mit der Sonne sehen, wird sich das für dich auflösen. Also es wird sich hier zum Positiven wenden. Und wir haben hier das Haus, das liegt hier nach dem Kreuz. Das heißt, es kehrt also wieder Stabilität ein. Ja, es regeneriert sich etwas. Vielleicht geht es auch um eine Wohnung, die du gerade suchst oder vielleicht ein Haus. Ja, vielleicht hast du gerade vor, umzuziehen. Und das ist gerade so die belastende Sache, dass da hier auch viele Gespräche darüber stattfinden. Na, aber dann wirst du hier mit Sicherheit dieses Haus oder diese Wohnung auch bekommen, ja, durch das, dass du hier ja, vielleicht auch clever kommunizierst, ja, oder positiv, einen positiven Eindruck auch hinterlässt. Auf jeden Fall wirst du dann, wie gesagt, diese Wohnung bekommen. Wenn es hier um Gespräche geht, auch da kann man hier Erfolge verzeichnen. Das heißt, wenn also hier irgendetwas belastend war, dass es Diskussionen gab, Missverständnisse gab, ja, vielleicht auch Streitigkeiten, sage ich mal, ja, was jetzt belastend ist, dann sieht man, dass sich das aber für dich hier wieder stabilisieren wird. Es geht also wieder in ein gesundes Fundament über. Es gleicht sich also sozusagen wieder was aus. Die Sonne scheint wieder daheim oder im privaten Bereich. Natürlich kann es auch jegliche andere Privatthemen bei dir sein, na, wo sich aber hier, wie gesagt, Erfolge verzeichnen, wo sich wieder etwas positiv einstellt. Gespräche mit dem Wunschpartner zum Beispiel auch, ja, wo irgendwas ja, dich bedrückt hat, na, oder wenn dich hier etwas bedrückt, dann sprich das aus. Das ist ja auch die Hauptenergie, die wir in den letzten Orakeln schon immer wieder hatten. Dass man hier ganz genau sehen kann, dass sich das dann, wie gesagt, zum Positiven wendet. Also was immer es hier ist, was sich gerade beschäftigt, ne, man sieht hier einen Erfolg. Wir haben hier auch die Schöpferhand. Das heißt, du kriegst also hier die Chance auf etwas oder großes Glück, was ja auch die Sonne hier sehr schön da zeigt. Man wächst also auch an dieser Sache. Vielleicht ist es auch irgendein Sicherheitsthema, das dich hier aktuell gerade noch begleitet. Ne? Auch da, wie gesagt, es wird sich hier für dich sehr, sehr gut entwickeln. Und wir haben hier aus dem Tarot sogar noch die 4 der Stäbe drauf. Das ist also die absolute Glückskarte. Wir haben hier dreimal Glück, also eigentlich großes Glück. Das heißt, egal um was es hier geht, vielleicht knüpfst du auch neue Kontakte, vielleicht ist was in der Familie. Na, also man geht wieder in die Fülle hinein sozusagen. Na, also alles, was stressig war, was belastend war, was dich genervt hat, ja, das wird sich hier umwandeln wieder in ja, den Frieden, die Freude, die Leichtigkeit. Also irgendwo wirst du hier einen Erfolg verzeichnen, ja, egal was es hier ist. So, wir schauen aber dann gleich im Kontext. Schauen wir uns mal die nächsten Karten an. Da haben wir hier die Ruten. Ui, den Füchselein. Und den Ring. Ja, hier haben wir auch wieder Gespräche, ne? Aber hier geht es um Bereinigung und zwar um Bereinigung, wo irgendetwas falsch gelaufen ist. Ja, das kann jetzt hier in vertraglichen Dingen gewesen sein, das kann aber auch hier im partnerschaftlichen was sein. Es können aber auch andere Verpflichtungen oder Verbindungen sein. Also hier löst sich etwas auf. Deswegen haben wir hier schon
ja, am Anfang, ne, hier schon das große Glück da. Das heißt, also irgendwo eine fuchsige Angelegenheit, ja, oder etwas, was dich also, wie gesagt, hier falsch, was falsch gelaufen ist oder was dich richtig, ja, genervt hat sozusagen, ja, wo man eigentlich sagt, hey, was geht hier ab, ne? Oder wurde vielleicht auch irgendetwas falsch kommuniziert in irgendwelchen Angelegenheiten. Kann hier sein, dass das wiederholend bei dir ein Thema ist, ne? Aber man sieht schon, dass es hier bereinigt wird. Dann haben wir hier den Berg drauf bekommen, ne? Also es ist schon etwas, was dich blockiert hat, etwas, was vielleicht auch sehr schwierig war, ne? Vielleicht suchst du schon länger eine Wohnung oder vielleicht steht auch, dass man dir gekündigt hat, ne? Dass hier ein Auszug ansteht und jetzt hat man da ein bisschen Stress gehabt, dass man sagt, oh, finde ich jetzt auf die Schnelle hier irgendetwas. Aber auch hier Blockaden überhaupt im Reden, ja, dass hier sich irgendetwas, wie gesagt, für dich sehr, sehr schwer angefühlt hat, so eine Bürde, eine Last, ne, die wir hier haben. Aber wir haben hier den Turm, das heißt, das wird hier beendet. Ne? Also das legt man hier ab. Also egal, was es hier ist, man legt das hier ab. Ne? Das wird in den Turm gesetzt. Also das heißt, man hat auch gar keinen Bock mehr, vielleicht über irgendetwas zu reden, was sowieso keinen Sinn macht, ja, oder wo man merkt, das ist wiederholend einfach irgend so ein Käse, ne, mit dem man nichts anfangen kann. Vielleicht hast du das auch hier viel mit Neid und Eifersucht zu tun. Irgendwas gönnt man dir hier sozusagen auch nicht, ja. Vielleicht bist du aktuell sogar sehr erfolgreich in einer Sache, ja. Hast eine schwere Zeit hinter dir gehabt, hast dich hochgearbeitet, ja, hast viel Herzblut hineingesetzt in Angelegenheiten, also du hast halt wirklich ihr Engagement gezeigt, du hast dich bemüht, ja, du hast dein Bestes gegeben. Und irgendwo kann das sein, dass man dir das neidet oder mit dem, was du sagst, vielleicht unzufrieden ist, dass das einem halt nicht gefällt, was du gesagt hast, ja. Aber wie gesagt, das legst du hier ab. So, schauen wir mal hier, ja, schau mal, da haben wir die Konkurrenz, ne? Also es kann sein, dass hier wirklich Leute um dich rum sind, ja, die vielleicht auch mit dem, was du sagst, nicht zurechtkommen oder das nicht annehmen können, ja. Aber das ist dann, wie gesagt, nicht dein Problem. Das kann sein, dass das Wiederholen so etwas war, aber hier sehen wir auch, dass das eben auch schon bereinigt wird, ne? Hier haben wir es viel mit Neid, Eifersuchtsenergie zu tun. Vielleicht hast du auch irgendetwas gesagt, was in den Augen einer Person falsch war, ja, hast aber hier eigentlich einen wiederkehrenden Prozess sozusagen angestoßen. Also ein Thema, das vielleicht bei dieser Person eben eh schon wiederholend aufgetaucht ist, ja, und du hast sozusagen den Anstoß dazu gegeben, ne? Und da kann man hier jetzt ein bisschen missstimmig dir gegenüber sein, ja. Aber wie gesagt, das legst du ab. Dann haben wir hier den Skeptiker, ne? Ja, da hast du es mit irgendeiner Person zu tun, die vielleicht nicht verstanden hat, was du gemeint hast, ja. Oder es ist bei dieser Person falsch rübergekommen, ne? Aber irgendwo hat es was angestoßen, ja. Das sieht man hier. Man hat vielleicht dich auch mit dem Ganzen, was du gesagt hast, in Frage gestellt. Ja, da hast du es mit einer sehr engstirnigen Person zu tun oder diese Situation. Ja, da musst du jetzt für dich schauen. Aber ich nehme hier eine Person wahr oder Personen, weil wir hier auch die Eulen haben. Ja, dass es hier um mehrere Personen vielleicht geht, wo du etwas sprichst oder sagst und das wird hier komplett falsch verstanden oder in den falschen Hals gekriegt. Aber da triggerst du bei demjenigen hier, wie man sieht, ein ordentliches Thema an. Ja, ob derjenige das jetzt nun annehmen kann oder nicht, gut, es ist nicht deine Sache, deswegen legst du die Blockade auch ab. Ne? Aber man sieht schon, da hast du es mit sehr, sehr viel Engstirnigkeit zu tun. Also hier ist jemand noch nicht so weit, dass er sich öffnen würde oder öffnen kann, sondern das ist eher so eine Sache, die sich hier im Kreis dreht. Ja, es kann auch natürlich jetzt hier was Behördliches, Amtliches sein, ja, wo immer wieder irgendwas falsch gelaufen ist, weil es durch die Kommunikation auch nicht richtig gepasst hat oder falsche Informationen mitgeteilt wurden oder du hast falsche Informationen bekommen oder man hat was falsch verstanden. Ja, das ist, also ich bekomme so ran, dass diese Information, die du vielleicht weitergeben wolltest, nicht richtig angekommen ist. Ja, oder derjenige einfach nicht
offen dafür war, ne? Und jetzt ja, kann es sein, dass sich dir derjenige vielleicht auch ein bisschen bedroht fühlt oder eifersüchtig ist oder neidisch ist oder wie auch immer. Ja, hier ist eine dritte Person auf alle Fälle im Spiel. Also wie gesagt, kann privat etwas sein. Vielleicht hast du es hier mit Freund, Freundin zu tun. Aber dann wird sich das hier in Sachen Kommunikation auch wieder lösen lassen oder zumindest wird es für dich hier einen positiven Ausgang haben. Etwas Amtliches, Behördliches kann es sein. Es kann natürlich auch hier mit deinem Wunschpartner sein, ja, dass hier irgendetwas gesagt worden ist. Hier haben wir sehr viel Misstrauen auch drauf, ne? Man traut dem ganzen Braten nicht so ungefähr. Also hier ist man totaler Verstands- oder Kopfmensch. Schauen wir mal, was haben wir noch? Hier haben wir den unabhängigen Mann. Ja, also hier geht es für dich, in die Unabhängigkeit reinzugehen, sich auch von dem Ganzen hier zu distanzieren. Das heißt, das, wo man dir gerade jetzt versucht, Steine in den Weg zu legen, ja, versuche dich davon zu distanzieren, weil das ist einfach jemand, der dreht sich im Kreis. Ja, der will nicht verstehen oder der möchte nicht verstehen. Der lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt hier. Ja, da kommst du nicht dran. Wie gesagt, es wird zwar bereinigt hier, aber das, man sieht, dass das wiederholend immer das Gleiche ist. Das heißt, egal was du jetzt hier sagen würdest, ja, beende es einfach, weil es macht keinen Sinn. Diese Person würde immer von vorne anfangen, wie man hier sieht, ja, weil hier jemand einfach schon gar nicht richtig will. Ja. Ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt dein Wunschpartner ist, das nehme ich hier nicht so wahr, sondern ich nehme hier einfach irgendwo eine Konkurrenzsituation auch war. Vielleicht kann das im beruflichen Bereich bei dir irgendwas sein oder jemand, der dir einfach irgendwas nicht vergönnt. Also hier ist irgendwas, wo man sagt, hey, komm, geh da mit Klugheit und Klarheit ran und distanzier dich aus der Sache, ja, und mach da gar nicht weiter, weil es einfach keinen Erfolg bringen würde. Ja, du wirst deinen Erfolg haben, für dich wird es sich hier sowieso positiv lösen, egal was das ist hier. Na, es wird sehr spannend, aber versuche da für dich einfach Abstand davon zu nehmen, weil hier, das, da kommst du nicht weiter. Schau mal, da haben wir die 6 der Schwerter, ja, also das ist so der Aufbruch. Na, wenn das irgendeine Situation ist, in der du dich befindest und du kannst, wenn es ja sowas Behördliches ist, und du kannst es ad acta legen, dann mach es. Ja, weil im Endeffekt bringt das nichts. Dann nimm es einfach an, wie es ist und lass es gehen. Weil das ist so, schau mal, wiederholend. Ne? Das ist eine Person, die unbelehrbar ist. Ja, die, wie gesagt, die lebt in ihrer eigenen Welt, die will das nicht annehmen oder derjenige, dann ist das halt so. Ja, man kann nicht immer allen helfen, ja, oder man kann nicht immer allen irgendwo sagen, was wichtig ist. Man muss das auch selber irgendwo wollen und rausfinden. Und hier sieht man schon, das ist so ein Ablöseprozess. Vielleicht auch für dich wichtig, zu lernen, nicht immer alles so ernst zu nehmen oder ja, sich nicht immer so stark belasten zu lassen. Das könnte ja nochmal so eine Lernaufgabe für dich sein, wo man sagt, komm, schau mal, du sprichst immer wiederholend kommt es irgendwie falsch an. Beende es einfach. Ja, also was immer das ist. Du kriegst weniger für den Wunschpartner rein, sondern für irgendjemand anders in deinem Umfeld. Ne? Genau, 6er Schwerter ist also wie gesagt dieses hinter sich lassen. Dann haben wir hier das Ass der Münzen, weil da warten andere Chancen auf dich. Ja, vielleicht ist es aber auch hier im Beruflichen eine Kollegin, ja, der du versuchst vielleicht zu helfen und im Endeffekt sprichst du mit ihr oder rätst ihr was, ne, und es wird aber nicht angenommen und dann hackt man hier noch auf dich ein, das kann es auch sein. Also wie gesagt, distanzier dich, du hast hier andere Chancen und Möglichkeiten, die haben wir hier mit der Schöpferhand auch schon. Das heißt, für dich wird es hier rausgehen aus der Sache, einen Neustart geben, eine positive Veränderung oder auch eine positive Lösung, ja. Aber die positive Lösung sehe ich hier eher in dem, dass man sagt, dreh dem Ganzen den Rücken zu, weil das ist so wiederkehrend einfach, ne? Und das bereinige das hier, dass du einfach Abstand davon nimmst. Mehr kann man da hier nicht sagen. Ich kriege auch hier nicht viel dazu rein, was das hier explizit sein könnte, ne? Aber auf jeden Fall sieht man, Gespräche fruchten ja nicht wirklich oder das, was du hier vielleicht mitteilen willst, wird hier wiederholend immer wieder falsch aufgefasst, ne? Weil da ist einfach jemand nicht für etwas bereit zu verändern, sage ich mal. Ja? Dann verändere es du, indem dass du einfach
da rausgehst. So, dann schauen wir weiter. Ja, hier haben wir wieder das Kreuz, ne? Ja, ist vielleicht gar keine so einfache Sache, belastet wieder hier, wie man sieht, ne? Aber trotzdem, vielleicht ist es auch ein freundschaftliches Ding, was du hier hast. Ne? Dir geht's gut, du bist aufgestiegen, du hast dich entwickelt und hier hast du eine Freundin, Freund, der dir neidisch ist, ne? Der das zwar immer wieder fragt, ob du ihm auch helfen kannst oder so weiter, aber dann na, haut man dir von hinten so eine rein. Ja, finde ich nicht toll und deswegen ist es etwas, wo ich sage, diese Person oder diese Situation ist hier zu verlassen für dich. So, was haben wir hier? Ach, schon mal, da kommt schicksalhaft die Klarheit rein. Also das wird sich für dich hier alles klären. Du bist göttlich sogar beschützt hier. Ja, man kann gar nicht an dich ran. Wir haben ja sogar hier die Glückskarte drauf und die Schutzkarte. Ne? Also im Endeffekt kannst du ruhig bleiben, ja, auch hier haben wir den positiven Ausgang und man ist schon dabei, das Ganze für dich hier auch zu klären oder dass da Klarheit hineinbekommt. Und hier haben wir den Reiter, das heißt, hier kommen Nachrichten für dich rein und wir haben die Blümchen. Schau mal, das ist ein Geschenk, das du hier kriegst. Na? Also diese Aktivität oder diese Bewegung, die da vielleicht auch gerade drauf ist, ne, ist letztendlich etwas, nimm es an, ja, nimm es einfach an zum Wachsen, zum Entwickeln. Aber wie gesagt, hier kommen schon erfreuliche Nachrichten auf dich zu. Also was immer das da hier ist, ja, das wird sich für dich definitiv klären. Ja, hier hast du nichts falsch gemacht. Na, hier ist eine Person, die einfach auch sehr falsch ist, wie man sieht. Ja, oder die einfach hier neidisch und missgünstig ist und deswegen hier versucht auszuteilen. Aber letztendlich für dich wird sich das hier gut zum Positiven klären. Ja, man sieht hier mit der Bombe, ne, dass das einfach hier, das ist eine Sache, die dich auch vielleicht enttäuscht hat. Vielleicht hat man dich auch hier belogen und betrogen. Das kann auch sein, ja, hintergangen. Dass man irgendwas erzählt hat, kann auch etwas Falsches sein über eine Verbindung, was man dir erzählt hat, was gar nicht gestimmt hat. Ja, das kriege ich hier auch gerade noch rein. Und da sieht man, dass man vielleicht wütend ist, gerade zornig ist, ja, oder ja, dieses negative Ereignis eben jetzt stattgefunden hat, na, weil wir hier die Axt haben. Man wollte irgendwas mit Gewalt erzwingen. Na? Also hier ist irgendetwas passiert. Wo man gegenüber dir sehr rücksichtslos war, ja, egoistisches Verhalten, man wollte also unbedingt irgendetwas von dir erzwingen, ja, aber das wird hier nicht funktionieren, also für diese Person wird das hier nicht aufgehen, ja, weil du bist hier unter göttlichem Schutz, du hast meines Erachtens hier alles richtig gemacht, ja, was immer da jetzt zwischen dem oder derjenigen war, ja, aber hier ist man einfach verkopft, ja, das ist jemand, an den kommst du nicht ran, ja. Und irgendwie hat man da, ja, entweder falsche Informationen mitgeteilt, vielleicht hat man auch über dich gelästert, das kann auch sein, dass du über, ja, über irgendeine Sache sozusagen gestolpert bist, ne, aber auch da kann ich dir nur raten, weil wir hier das schau mal, das ist super schön, dass du einfach von solchen Menschen Abstand nimmst. Ja, denen ist halt dann einfach nicht zu helfen und du bist ja auch nicht da, hier allen zu helfen. Ne? Aber hier haben wir die Spiritualität, den göttlichen Schutz. Auch hier nochmal, das sind zwei Glückskarten. Also egal, was das jetzt hier ist, kann es nur immer wieder wiederholen. Lass es. Lass es einfach. Geh auf Distanz, wende dich davon ab. Weil das sind so Menschen, die müssen für sich selber klarkommen. Ja, die müssen, irgendwas hast du angetriggert, kann zum einen sein, ja, etwas ausgelöst, dass man dich so angeht. Oder hier wollte einfach jemand etwas von dir haben. Ja, die Fuchskarte finde ich nicht sehr schön. Das heißt, wir haben hier die dritte Person. Das heißt, da waren auch schon falsche Absichten dahinter. Ja, hier hat jemand auch die Unwahrheit gesagt oder hier hat einfach jemand niedrige Absichten gehabt. Ja, aber wie gesagt, das wird hier für dich gut ausgehen. Wir haben hier den Ritter der Stäbe. Ne? Da sieht man, da war jemand sehr ungeduldig vielleicht. Hier hat jemand auch ja, verschiedene, ja, wie sagt man, so ungestüm. Ja, man ist also volle Kanne auf dich losgegangen. Aber letztendlich hast du alles richtig gemacht. Es kann auch sein,
dass diese Person sogar noch einsichtig wird ein Stück weit, weil wir hier positive Nachrichten haben, ja, dass man doch vielleicht irgendwo ein bisschen annimmt, dass man sagt, hey, ich war einfach wütend auf eine Sache und deswegen habe ich da so reingehauen. Na, ich war hier wirklich wie die Axt im Wald sozusagen, ne? Aber wir haben hier die Liebenden. Das heißt, man wird hier das zum Guten wenden können. Ja, also wenn du noch, das ist jetzt natürlich obliegt deiner, wenn du dieser Person nochmal eine Möglichkeit geben möchtest oder eine Chance, ja, dann könnte man das in diesem Falle auch klären, indem man hier freundlich wieder auf dich zukommt. Das wäre zum einen, ne? Wenn das nicht anderweitig zu klären ist, dann würde ich sagen, hier kommen sowieso positive Nachrichten oder hier kommt eine schöne Wende rein, ja, auch wenn du hier wütend bist oder irgendwas, du bist hier beschützt. Das heißt, auch hier haben wir im Endeffekt wieder einen guten Ausgang, ne? Und wenn es in der Arbeit ist, dann, und du hast da so eine Kollegin, ne, die hier irgendwo intrigiert, ja, oder falsch ist, dann bist du hier auch beschützt. Das heißt, man wird das merken, man wird dahinter steigen, ne? Und man wird das wissen dann, man wird dich schätzen, man wird dich auch respektieren. Also ist eine komische Sache hier, ne? Aber vielleicht wirst du es wissen. Wir schauen ja auch in die Zukunft, vielleicht kommt es jetzt, also entweder es ist aktuell schon da oder es kommt jetzt auf dich zu. Oder du hattest das Problem hier schon wiederholend mal, ne, dass es wieder aufploppt mit jemandem sozusagen. Vielleicht auch hier eine kleine Bestätigung für dich, wenn du dich gefragt hast, ob diese Person ehrlich ist, aufrichtig ist, ne, oder ob du die weiter vielleicht mit der Kontakt haben solltest, so, dann kann ich dir sagen, würde ich an deiner Stelle hier nicht, ne? Wenn diese Einsicht aber von der anderen Seite kommt, ja, dann kannst du es überlegen, wie gesagt, ob du hier nochmal eine Möglichkeit gibst oder ob du die nicht gibst, ja, das obliegt jetzt hier deiner. Klären wird sich die Sache auf alle Fälle, für dich kommen hier gute Nachrichten rein, wie gesagt, es kann sein, dass doch ein bisschen eine Erkenntnis vielleicht reinkommt, ne? Dass man sagt, ja, im Endeffekt war ich da vielleicht zu sehr im Verstand oder ich habe zu emotional reagiert oder ich habe das nicht verstanden, aber jetzt habe ich nachgedacht, ne? Dass man sich hier mit weichen Knien zu dir auf den Weg macht und doch diese Chance nutzt, die du ihm vielleicht oder ihr vielleicht geboten hast, ne? Dann kann das auch hier so ein Szenario sein. Aber es wird an dir gelegen sein, wie du es machst. Ja? Ob du sagst, okay, nochmal eine Chance, man klärt das wieder freundlich und so weiter. Oder ob du einfach hier dann sagst, okay, nee, ich gehe auf Distanz, aber für mich ist dann hier das Thema ein für alle Mal auch abgeschlossen. So, wir haben hier unterm Deck das Kind, da haben wir den Neubeginn, ne? Etwas, was neu anfangen soll. Wie gesagt, entweder beginnst du den alleine oder ohne diese Person oder wie auch immer, ne? Was das hier ist. Hier haben wir auch ein bisschen dieses kindliche, naive Verhalten, ne, dass man also hier einfach kindisch war. Ne, das könnte es ja auch sein. Hier haben wir aber auch den Neuanfang in der Liebe, sehe ich gerade hier ein bisschen. Hier heilt noch was ab. Es kann auch hier um ein Mutterthema sein, ja, dass hier nochmal irgendwo eine Falschheit nach oben kommt, ja, was ein eigenes Thema betrifft. Falschheit vielleicht durch die Kommunikation, dass du nochmal auf irgendetwas hingewiesen wirst, vielleicht jetzt zwar durch das Außen, was aber vielleicht auch mit Mutter, Vater zu tun haben könnte. Ne? Auch das schließe ich hier nicht aus. Aber wir haben hier doppelte Heilung drauf. Ne? Also Neuanfang in der Liebe, Neuanfang in der Herzebene. Ich würde aber eher sagen, eine Herzensangelegenheit gerade. Ne? Irgendwas ist da, was dich nagt oder was dich belastet, wo gesprochen worden ist. Ne? So nehme ich das hier wahr. Aber wie gesagt, das wird sich hier alles einstellen. Wir haben hier doppelte Heilung, ne? Und es kommt hier auch wieder schön in den Fluss. Bleib weiterhin aktiv, arbeite an deiner Stabilität, das ist ganz wichtig. Ne? Lass dich da hier nicht raushebeln, sondern bleib hier schön in der Balance. Also einfach in seiner Mitte bleiben, ne? Und weiterziehen. Ne? Das ist auch hier die Treue zu dir selbst. Also mehr kann man hier nicht sagen. So, dann haben wir die Wege. Ja, wird deine Entscheidung sein, welchen Weg du einschlägst. Ne? Dass man sagt, okay, gibt es nochmal Miteinander oder gibt es kein Miteinander mehr? Aber wie man hier sieht, auch das Falsche wird hier schon ad acta gelegt. Ne? Es geht also hier um eine gerechte Entscheidung, ehrliche Entscheidung. Etwas auch dann wirklich
in den Sarg zu legen. Und das heißt also, wenn, was immer das für eine Angelegenheit ist, also wie gesagt, zu klären und zu sagen, gut, dann starten wir nochmal neu und alles ist in Ordnung. Oder ja, es ist in Ordnung und ich starte ohne dich. Ne? Also auch hier wieder sehr schön in der Mitte bleiben, aktiv sein, ne? Sich öffnen für diese Gespräche, Kommunikation, dass du da stabil auch bleibst, wenn irgendwas reinkommt. Aber dann sieht man wieder ein bisschen den Stress drinnen. Aber es ist einfach nur Gequake. Also es wird sich hier für dich schon verändern. Es ist viel Gequake. So, dann haben wir hier die Dualseelen. Ja, hier Gegensätze ziehen sich an. Zwei Seelen, eine Einheit, bedingungslose Liebe, On-Off-Geschichten. Hier kann es auch ein Ex oder sowas sein. Ja, ich nehme das nicht für den Wunschpartner wahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nicht. Ja, da fällt mir ja gar nicht rein, sondern es ist irgendjemand anderes, ne? Wo es so ein Auf und Ab immer wieder gibt. Und deswegen entscheidest du, ob du sagst, okay, mache ich das nochmal, ne? Weil es sowieso immer wieder irgendwie, oder mache ich es einfach nicht mehr. Da kommt nochmal jemand auf dich zu, wie man hier sieht, ne? Sehe ich jemand aus der Vergangenheit. Ja. Im Endeffekt kann es sein, ja, na, schwankendes Gemüt, das sieht man auch hier. Man wollte unbedingt irgendwas von dir und du hast vielleicht das nicht geben können. Ja, aber trotzdem, man wird hier wieder mit Verständnis und Harmonie auf dich zukommen, weil im Endeffekt hat man die Realität abgelehnt. Man hat irgendwas nicht wahrgenommen, was du gesagt hast, ne? Man hat die Augen davor verschlossen, aber ich kriege das hier auch so rein. Also das ist so eine gespaltene Sache hier gerade, ne? Für den einen kann es wirklich vorbei sein, ja, dann wird es einfach hier der Weg in die Freiheit sein oder wieder in die Freude sein. Und für andere kann es wirklich sein, dass hier jemand begreift, was er gemacht hat. Ja, kann es durchaus sein, ne? Dass man dann freundlich auf dich zukommt und ein bisschen so, ja, merkt, was man da eigentlich gemacht hat, ne? Dass man hier, ja, schau mal, der Bettler, ne? Dass man hier in einer Notsituation war, dass man Ängste gehabt hat und so weiter. Aber hier hat man ein bisschen so den Spiegel vorgehalten bekommen. Und ich denke, dass diese Person mit dem Spiegel nicht klargekommen ist. Also, ne, es kann so oder so sein. Da müsst ihr schauen, was da auf euch zukommt. Da bin ich selber gespannt, was ihr da schreibt. Und dann haben wir hier auch das Gericht, ne? Es geht hier um Erlösung. Dass auch alte Probleme überwunden werden, überhaupt ein Problem überwunden wird. Hier ist auch die Spiritualität wieder dabei mit dem Gericht. Also es wird Gerechtigkeit herrschen, ne? Weil ich sehe nicht, dass du hier irgendetwas falsch gemacht hast, sondern dass halt letztendlich hier jemand etwas nicht annehmen konnte, was du vermitteln wolltest. Oder ja, neidisch war, eifersüchtig war, etwas in den falschen Hals gekriegt hat, sich zu sehr angegriffen hat, ne? Angegriffen gefühlt hat. Vielleicht auch dadurch in den Rückzug, in die Blockade gegangen ist. Aber wie gesagt, da kannst du nicht viel machen. Ne? Entweder kommt diese Person jetzt auf dich zu oder nicht. Das ist hier. Aber wie gesagt, für dich haben wir hier beiderseits einen guten Ausgang. Ja, Short ist immer ein bisschen lang, aber ich kann ja nicht, ne, kürzer machen als die Infos, die hier stecken. Ich finde es wieder sehr spannend. Ich bin echt gespannt, was ihr schreibt dazu. Speichert euch das vielleicht mal ab. Ja, sehr interessant. Ja, freue mich auf eure Kommentare und ja, dann hören wir uns mit dem nächsten Orakel. Bis dann. Ciao, ciao. Eure Melanie.